Und damit seid gegrüßt, willkommen zurück zu einem neuen Video dieses Formats, dieses Adventskalender-Formats. Wir spielen heute die Demo-Version von Spells and Secrets. Schauen wir mal rein, welche Spells und welche Secrets es hier zu erleben gibt. Ein Charakter-Editor. Körpertyp. Kategorie randomisieren. Okay. Hautfarbe, Körperpose. Ah, okay. Haben wir hier. Okay. Das ist Helden. Das ist schüchtern. Das ist heldenhaft. Okay. Körperform, okay. Wenn wir hier groß, klein, dick, dünn. Ein Violettstrom ist doch, warum auch immer das in Farben angegeben wird. Hautfarbe. Ich bin relativ gleich. Oha. Ganz Farbpalette und Augenfarben. Gesichtsdetails. Gesichtsausdruck. Eng gebildet. Ernst. Keck. Okay, wenn das verrückt ist. Augenbrauen, die man hier gar nicht sehen kann. Okay. Auch das gibt's. Mutter mal schön als Fleck. Tattoos gibt's. Ja, nee, lass mal. Eine Brille. Haare. Okay. Können wir auch Quietschbund. Und Violett machen. Ein
Warum nicht? War ja. Dunklen Orangeton. Okay, braun. Ah ja. Fußbekleidung. Oha. Und das Haus hocken drauf. Das sieht doch passend aus. Okay. Wende dein Charakter. Auf geht's. Okay, da sind wir gelandet. Freunde rufen? Nö, gerade eher nicht so. Guten Abend, du musst Zwergi sein. Herzlich willkommen an der Akademie von Greifenstein. Ich bin Professorin Amanda Ventura, zuständig für Neuankömmlinge wie dich. Du bist spät dran, aber keine Angst, ich war früher ständig zu spät. Haha. Es ist mir eine Freude, dich mit unserem stolzen Greifen bekannt machen zu dürfen. Das hier ist Mulane, ehrwürdiger Schutzpatron der Akademie und das schlagende Herz von Greifenstein. Seit Jahrhunderten wacht er über unsere Schule und ist immer da, wenn er gebraucht wird. Stelle dich ihm ruhig vor. Vielleicht kannst du ihn so streicheln. Aha, ich hab's befürchtet. Keine Sorge, Moraine ist dem Neuen gegenüber immer erstmal skeptisch. Wenn ihr euch erstmal etwas länger kennt, wird er schon zutraulicher werden. Oh, es wird bereits dunkel. Du gehst am besten schnell in dein Zimmer, in den Wohnquartieren. Wir sehen uns morgen. Okay. Sowas wie Häuser oder so. Gibt's nicht eine Hauseinteilung? Oha. Schulruhen. Oder Schachfiguren oder was? Erstmal zum Wohnquartier. Oha.
Eine goldene Feder kommt geflogen. Plünde dein Zimmer. Ist ein Buch. Stehe ich jetzt immer, wenn ich. Okay, die Pose, die ich ausgewählt habe, stehe jetzt immer, wenn ich nicht laufe, stehe ich in dieser Pose. Aha. Okay, das ist mein neues Zuhause. Gute Nacht. Oha. Und da passiert aber was. Etwas Mysteriöses. Mysteriöses. Vorgefallen. Achtung, alle Schülerinnen und Schüler. Hier spricht eure Schulleiterin. Eine unbekannte Macht versucht in diesem Moment, das ins Schloss einzudringen. Es besteht kein Grund zur Sorge, die Schutzzauber des Schlosses funktionieren fabelhaft. Trotzdem bitte ich euch alle, euch umgehend auf dem gesicherten Schulhof einzufinden. Eure Lehrerinnen und Lehrer sichern die Schulbereiche und stehen euch zur Seite. Seid auf der Hut. Zauberei für Einsteiger. Kapitel 1. Telekinese. Telekinese ist ein einfacher, aber vielseitiger Zauber. Er erlaubt dir, ein Zielobjekt mit reiner Willenskraft bewegen, ohne es zu berühren. Das ist die Definition von Telekinese. Achte auf einen stabilen Stand und fokussiere dich auf dein Ziel. Halte den Zauber aufrecht und stelle dir vor, wie du statt deines Körpers das Zielobjekt bewegst. Aha. Truhen dekorieren. Okay, dann mal andere. Okay, jetzt können wir mal das Ziel fokussieren. Ich muss nochmal üben. Okay, ich kann hier gerade nichts anderes fokussieren. Merkwürdig. Oha, jetzt wirklich schön zu sehen, dass du wohl auf bist. In der ganzen Schule sind plötzlich unzählige magische Kreaturen aufgetaucht, die hier ihr Unwesen treiben. Siehst du die Eingangstüren? Sie schließen sich automatisch und bleiben verschlossen, solange sich Eindringlinge in einem Bereich befinden. Aha, und wir sollen jetzt hier herausfinden. Die Eindringlinge beseitigen und hinauskommen. Erst wenn alle Eindringlinge besiegt und der Bereich gesichert ist, geben sie den Weg frei. Oh, ich werde rufen. Leider kann ich dich nicht zurück zum Schulhof begleiten. Du musst dich also alleine durchschlagen. Kennst du schon das Zaubergeschoss? Es funktioniert ganz einfach. Fokussiere dich auf dein Ziel und denke daran, wie sehr du es loswerden willst. Haha. Ich muss jetzt wirklich los. Wir treffen uns auf dem Schulhof. Aha. Sie kann sich traurig raus teleportieren. Finde ich aber unfair. Aha. Okay. Statue hat eine Feder über sich. Lade Zauberschloss voll auf, um die Ziertreppe zu zerstören.
durfte noch mal üben. Okay, Schleim besiegt. Merkwürdig, es geht hier vor. Aha. Okay, ich verstehe. Da können wir jetzt durch. Wir sind draußen. Oh, hey, du da. Ein Glück, dass du hier bist. Wie du siehst, stecke ich in der Klemme. Ich tollpatsch, habe meinen Zauberstab zu Hause vergessen. Hehe. Und den kann ich gegen diesen Armoredino leider nichts ausrichten. Du kannst mir sicher hier raushelfen. Du hast bestimmt gesehen, was gerade mit dem Ding passiert ist, als es gegen die Wand gerollt ist. Armoredinos zeigen ihren verwundbaren Bauch, wenn sie betäubt werden. Achte darauf, dass du dem Biest genau das Richtige verpasst. Das ist für dich sicher ein Klacks. Vorsichtig, er kommt wieder zu sich. Wir müssen erstmal irgendwie hinlocken und dann. Können wir den irgendwo hinrollen lassen? Verstehe. Na komm her. Das ist so nämlich. Großartig, ich wusste, dass du es schaffst. Genau wie dieser Armoredino. Und auch jede andere Kette bestimmte Schwachstellen. Wenn du diese herausfindest und ausnutzt, kannst du sie verwundbar machen und super einfach besiegen. Setze deinen Zauber kreativ ein, beobachte aufmerksam, wie die Wesen darauf reagieren. So wirst du sicher früher oder später alle Schwachstellen kennenlernen. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Robin Peters. Zweites Schuljahr. Du hast bestimmt schon von mir gehört. Ich bin immer auf der Suche von nachtfliegenden Fällen. Was hältst du davon, wenn wir zusammenarbeiten und herausfinden, was hier vor sich geht? Mit deinem magischen Talent und meiner meisterhaften Spielnase sind wir bestimmt ein unschlagbares Team. Ich kehre schon mal auf den Schulhof zurück und bringe mich in Sicherheit. Trisch mich tot, dann helfe ich dir dabei, das Rätsel um diesen Angriff auf unsere Schule zu lösen. Ah ja, haben wir auch einen Sprintkopf oder so? Aha, erstmal müssen wir noch durch ein anderes Gebäude, um auf die Schule zu kommen. Oha. Dr. Theodor U. Potts.
Nun, du musst einer unserer diesjährigen Neuankömmlinge sein. Darf ich mich dir vorstellen? Dr. Theodor Octavius Pott, Aufsichtslehrer für den ersten Jahrgang. Das Doktor darfst du weglassen, wenn du möchtest. Und das Octavius bitte auch. Aha. Offensichtlich befindet sich in diesem Bereich eine weitere dieser garstigen Kreaturen. Scheinst zu wissen, wie du dich gegen solche Eindringlinge verteidigst. Wie wäre es also mit einem neuen Zauber? Such dir einen aus. Aha. Levitation. Verzauber ein Ziel, um es in die Luft zu heben und schweben zu lassen. Schwebende Entitäten können sich nicht selbst bewegen. Lade diesen Zauber auf, um die Dauer seiner Wirkung zu steigern. Artefakte, die du findest, können diesen Zauber auf verschiedene Weise verändern. Mausform. Verwandle dich in eine flinke und winzige Maus, um nicht von feindlichen Kreaturen entdeckt zu werden. Flinke Entitäten bewegen sich schneller. Verwandelte Entitäten verwandeln sich zurück, wenn sie Schaden nehmen. Artefakte, die du findest, können diesen Zauber auf verschiedene Weisen verändern. Schubser erzeugt einen Schockwelle, um Ziele und die Kräfte wegzustoßen. Entitäten, die sich zu schnell bewegen, verursachen und erledigen entsprechende Auswirkungen bei Kollisionen. Lade diesen Zauber auf, um die Reichweite und Kraft der Schockwelle zu steigern. Artefakte, die du findest, können diesen Zauber auf verschiedene Weise verändern. Ich nehme Mausform. Eine fantastische Wahl. Ich habe eine essentielle Lektion für dich. Im ganzen Schloss kannst du magische Artefakte finden. Diese Artefakte sind Gegenstände, welche einzelne deiner Zauber verändern und verstärken, solange du sie bei sich trägst. Nebenan ist ein versteckter Raum, in dem sich ein solches Artefakt befindet. Ihr Schüler denkt, er wäre geheim. Dabei wisst ihr nicht, dass ich ihn in einer Stunde Zeit selbst dort versteckt habe. Haha. Das ist übrigens nicht das einzige Geheimnis, welches du hier im Schloss verborgen. Wie dem auch sei, das Artefakt aus diesem Raum wird deinen neuen Zauber verändern. Damit wird dein Kampf mit dem Eindringling ein Kinderspiel. Zugang zum Geheimraum ist allerdings mit einem Rätselschloss gesichert. Musst also den Krebs anstrengen, um hineinzufinden. Ich gebe dir noch einen letzten Tipp, bevor ich mich verabschieden muss. Folge den Lichtern und dir wird ein Licht aufgehen. Aha. Rätsel. Oh, wir sind eine Maus. Okay, wie können wir das wieder loswerden? Aha, das war jetzt nicht ganz so schwierig. Ninja-Stirnband, Mausform Artefakt. Wenn du dich aus der Mausform zurückverwandelst, wird eine Rauchwolke erzeugt. Gegner in der Nähe vorübergehend verwirrt. Verwirrte Entitäten können keine Ziele anvisieren. Das klingt interessant. Okay. Okay. Und jetzt
Ein Animagus. Wenn ich nehme. Ausgezeichnet. Meine Teleportfallen funktionieren. Alles läuft nach Plan. Na, was haben wir denn hier? Ein verirrtes Küken? Bist du wohl aus dem Nest gefallen? Zu schade, dass euer alter Greifenpatron nicht hier ist, um dich zu beschützen. Bereite dich auf dein Ende vor. Okay, das war dann wohl mein Ende. Das hast du nun von deiner Arroganz. Es ist wirklich ein Trauerspiel, was aus dieser Schule geworden ist. Ich hoffe, der nächste von euch wird eine größere Herausforderung. Was verkehrt? Du bist es, Zwergi. Was für ein cooler Auftritt. Danke nochmal, dass du mich vor diesem wildgewordenen Arimordidum gerettet hast. Was hier vor sich geht, ist schon alles sehr verdächtig, findest du nicht auch? Ich habe es im Gefühl, dass wir diesen Fall zusammen gelöst bekommen. Würde es dir etwas ausmachen, zurück ins Schloss zu gehen und nach Hinweisen zu suchen? Dir sollte das leicht fallen, so gut wie du zaubern kannst. Lass uns gemeinsam herausfinden, was passiert ist, und die Verantwortlichen zur Strecke bringen. Melde dich bei mir, wenn du etwas Neues herausgefunden hast. Bevor du deine Spürnase folgst, solltest du mit Professorin Ventura sprechen. Ist wohl die Schulleiterin oder was? Gut, dich wiederzusehen, Zwergen. Unsere kleine Spürnase hat recht. Dein Auftritt war wirklich beeindruckend. Naja, ich habe verloren. Allerdings glaube ich nicht, dass Robin dessen Bedeutung nicht verstanden hat. Eins musst du wissen, du stehst jetzt nur hier vor mir, weil Nolain dir eine seiner mächtigen Federn geschenkt hat. Was auch immer dir im Schloss begegnet ist, und wollte deine Ende und Nolains Feder hat das Schlimmste verhindert. Es begann heute Nacht mit dieser merkwürdigen Explosion in den Türmen. Seitdem sind Nolain und die Direktoren spurlos verschwunden. Hoffentlich geht es beiden gut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich selbst mal die Magie einer Greifenfeder sehe. Man sagt, dass eine Greifenfeder ihren Besitzer in Sicherheit bringt, wenn er oder sie sich in Lebensgefahr befindet. Scheinbar hat Morin etwas geahnt, noch bevor der Zwischenfall heute Nacht passiert ist. Sollst du dieses Geheimnis für dich behalten. Es gibt Menschen auf der Welt, die für die Macht in der Greifenfeder schlimme Dinge tun würden. Ein Foto hat die ganze Situation. Du kannst nun frei das Schloss erforschen, ohne dass wir um deine Gesundheit bangen müssen. Trotzdem solltest du gut vorbereitet sein. Schließlich wirst du dich durchkämpfen müssen. Besuche bitte Dr. Potts und lerne einen neuen Zauber. Er erwartet dich in der Mitte des Schulhofs. XP gesammelt. Hallo Zeige, schön dich in einem Stück anzutreffen. Der letzte Zauber, den ich dir gezeigt habe, war scheinbar sehr hilfreich. Ich bringe dir gerne noch weitere bei. Besuch mich jederzeit. Okay, jetzt können wir Levitation oder Schubser machen. Dann nehme ich mal den Schubser. Ich muss nochmal mit dir sprechen. Super Zwergi, ich sehe du und Dr. Potts, versteht euch schon ganz gut. Bevor du jetzt ins Schloss aufbrichst, habe ich noch ein paar wichtige Infos. Wenn du genug Erfahrung gesammelt hast, kannst du uns Professoren besuchen, um deinen Zauber zu verbessern. Ich kann dir zum Beispiel verbesserte Formen von Stigniese-Zauber und dem Zaubergeschoss beibringen. Das Greifenabbild im Zentrum des Schulhofs erlaubt es dir,
sogar deine Grundwerte wie Vitalität oder Mana permanent zu verbessern. Du kannst einen weiteren den Schulhof angrenzende Bereiche erkunden, das Atrium und die Promenade. Dort findest du weitere Mitschüler, magische Vorrichtungen und Zugang zu den verschiedenen Studentenfraktionen. Müsst du im Schloss nach verlorenen Mitschülern auszuhalten? Es müssten noch einige die verschiedenen Schlossbereichen eingeschlossen sein. Wenn du sie rettest und auf dem Schulhof besuchst, werden sie bestimmt ihre hilfreichen Erfahrungen mit dir teilen. Oh, noch eine letzte Sache. Wundere dich nicht, wenn das Schloss jedes Mal anders aussieht, wenn es betrittst. Ein magischer Abwehrmechanismus sorgt dafür, dass die Bereiche ständig neu angeordnet werden und so ein verrücktes Labyrinth entsteht. Viel Spaß im Schloss. Flex-Zauber wechseln. Okay. Jetzt können wir hier entweder den hier machen. Oder den hier. Smartphone öffnen. Auszeichnen. Ein merkwürdiger Vorfall. Schließt den ersten Akt der Geschichte ab. Willkommen auf Greifenstein, kommen in der Akademie an. Okay. Karl Toffel, oh Gott. Ach, du bist es, Zwergi. Ein Vorteil hat dieser Zwischenfall ja. Keine Prüfung. Ich verrate dir noch etwas. Du kannst den Koop-Modus jederzeit starten, solange du im Hub bist. Besuche die Landeplattform und nutze das Koop-Leuchtfeuer, um meinen Freund zu rufen. Aha, kann man also auch Multiplayer spielen. Interessant. Sarina Leicester. Hey Zwergi, wie geht's? Ich habe mich so auf das neue Schuljahr gefreut und jetzt sowas. Psst, ich habe ein Geheimnis für dich. Wenn du all deine Vitalität verlierst, wirst du besiegt. Schildvitalität schützt dein viel Vitalität davor, Schaden zu nehmen. Wirst du im Schloss besiegt, ist dein Durchlauf fehlgeschlagen. Kehrst auf den Schulhof zurück. Du kannst einen Durchlauf jederzeit über das Pausemenü abbrechen. Auf dem Schulhof zurückkehren. Wenn dein Durchlauf endet, verlierst du all dein gesammeltes Gold. Sowie deine Artefakte und Tränke. Du wirst niemals deine verdiente Erfahrung, gelernte Zauber oder freigeschaltete Verbesserung verlieren. Aha. Melde dich bei mir, wenn du etwas Neues herausgefunden hast. Jetzt machen wir Ermittlungen. Jetzt wäre danke für deine Hilfe. Ich hoffe, du kannst noch einige andere aus dem Schloss retten. Darf ich dir einen Tipp geben? Deine Zauber haben einzigartige und nützliche Effekte. Kombiniere sie auf kreative Weise, um mächtige Synergien zu erzeugen. Artefakte sind sehr mächtige Gegenstände, besonders in Kombination mit anderen. Solltest neue Artefakte immer ausprobieren, um ihre Auswirkungen und mögliche Synergien kennenzulernen. Halt nach nützlichen Objekten und Merkmalen der Umgebung Ausschau, denn manchmal können sie im Kampf hilfreich sein. Ja, Erfahrungspunkte. Aha. Tess Jeffers. Hey, du musst zwergig sein. Wir haben wirklich Glück, dass wir hier auf der Schulhof sicher sind. Hast du schon gehört? Beobachte die Reaktion deiner Feinde auf Angriffe und Zauber aufmerksam, um ihre Schwachstellen kennenzulernen. Das kannst du dann ausnutzen, um sie verwundbar zu machen und effektiver zu besiegen.
Es wird passieren, dass du mitten im Kampf nicht immer den richtigen Moment findest, meinen verwundbaren Feind zu schaden. Ihre Schwachstelle ausnutzen wird sich trotzdem für kurze Zeit kampfunfähig machen, bis dir etwas Luft verschafft. Jetzt raus ein bisschen rumtun. Noch einer von den neuen Nichtskönnern. Hast Glück, dass du es hierher geschafft hast. Lass mich dir einen Rat geben. Tränke sind nützlich und können sehr mächtig sein, wenn du sie mit Bedacht einsetzt. Scheue dich nicht davor, sie jederzeit zu nutzen, damit du sie einfach wieder aufladen kannst. Aha. Tränke können also aufgeladen werden. Jo, Zwergi, cool, dich zu treffen. Flippzit. Ich bin auch neu hier. Wie wär's, wenn wir mal zusammen abhängen? Wie wär's mit einem neuen hilfreichen Tipp? Bleib im Kampf immer in Bewegung, um nicht getroffen zu werden. Du kannst Objekte und Hindernisse als Deckung verwenden. Sich mitten im Kampf auf Feinde oder Objekte zu fokussieren, kann eine Herausforderung sein. Experimentiere mit verschiedenen Einstellungen, den Optionen, um Steuerung und Zielerfassung an Spielstern zu fassen. Ah ja. Was ist noch passiert? Hier können wir rausgehen. Ah, okay, hier können wir Multiplayer spielen. Monensgabe. Und die Vitalität, Schildvitalität und Manas Erholung. Aha. Jetzt fängt schön, dich kennenzulernen. Ich habe es nur knapp auf den Schulzug geschafft, bevor das Schloss aktiviert wurde. Wusstest du schon, verwende deine verdiente Erfahrung, um neue Zauber zu lernen? Sie zu verbessern und Charakterverbesserung freizuschalten. Den Zauber zu verbessern wird sie gegen Feinde effektiver machen. Gegen stärkere Feinde in den Tiefen des Schlosses benötigt dein Zauber mehr Verbesserung, um effektiver zu werden. Du kannst Charakterwerte wie Vitalität oder Mana greifen, abbilden und Schulaufgaben verbessern. Aha. Mist. Sie wollen aber nicht. Tja, merkwürdig. Wen haben wir hier noch? Zwei, ich wusste, dass es dir gut geht. Ich bin sicher, dass du noch viele andere Schüler im Schloss findest. Lass mich dir helfen. Das zentrale Hub hat einiges für dich zu bieten. Nutze die Zauberspiegel, um deinen Charakter anzupassen. Die magische Sonnentageszeiten zu wechseln. In der 4 Studenten-Fraktion hat ihren eigenen Bereich im Hub. Weil du Zugang zu denen erhältst, kannst du auch andere Funktionen nutzen. Okay, es gibt hier wohl Fraktionen. Dann werden wir eine von denen eingeteilt. Wenn ja, wann? Und wie? Ich werde mal hier rein. Wohnquartier. Banane Batterie. Und die Knie lang genug auf ein lebloses Ziel kanalisierst,
Als Elektrizität hier, solange du den Zauber fortsetzt. Reduzierte Entitäten beschädigen und betäuben etwas, was ihn berühren. Aha. Verstehe. Stühle in elektrische Ladung verwandeln. Was gibt's hier zu sehen? Hundert Gold benötigt, rücken wir Gold her. Ich versuche mal das hier. Jetzt habe ich mich gerade mal selbst verletzt. Okay. Und schon der Game Over. Besiegt. Erster Anlauf. Erkunde das Schloss, um den ersten Durchlauf zu schaffen. Here we go again. Fragwürdige Knallkörper, Schubser, Artefakt, Vorlagen, Schubser, alle ziehen in deine Nähe. Interessant. Mächtig. Das ist wieder so ein Sch. Verstehe. Sieht aber interessant hier aus. Ist noch ein Fragezeichen. Fernseher mal ins Feuer gestellt. Oha. Eine weitere Falle. Oh, hoppala, hat er mich aus Versehen reingetreten. Thank you.
Ah, das sind mächtige Gegner hier. Das lief auch nicht so gut. Oha, hier kann man Schach spielen. So ein König zu dem anderen schieben. Ja, die Bewegungen auf dem Schachbrett sind noch nicht so genial. Schachmatt. Ich sehe aber, dass ich jetzt da hinz. Und was findet hier statt? Charakter bearbeiten. Aha. Spielen, spielen. Sei gegrüßt, Zweig. Ich habe schon von dir gehört. Bin Alfred, Anführer der Feuerklingen. Uns zeichnet Kühnheit und unsere Stehen nach Verbesserung aus. Wir messen unser Zauberreitalent im Zweikampf, ständig voneinander zu lernen. Die große Halle hinter mir ist unser Hauptquartier, aber ich kann dich leider nicht so einfach hereinlassen. Um ein Völkling zu werden, musst du deine Fähigkeiten im Duell beweisen und sofort zu uns Zauber nutzen. Wir bringen ihn dir gerne bei, sofern du erfahren genug bist. Okay. Information für die. Traumtänzer, Studentenfunktion, Mitglieder der Traumtänzer sind kreative Köpfe, die es lieben, Spaß zu haben und sich durch ihre Lebensweise auszudrücken. Die Schimmerjäger, Mitglieder der Schimmerjäger sind wissensdurstige Entdecker, die sich nach Abenteuer sehen und die Wunder der Welt erleben wollen. Und Grünwächter, Mitglieder der Grünwächter sind hilfsbereite Gemüter, die ihre Freundschaften pflegen und die Gaben von Mutter Natur zu schätzen wissen. Feuerklingen. Mitglieder der Feuerklingen sind ehrgeizige Persönlichkeiten, die nach Perfektion streben und ihre Fähigkeiten gern und magischen Wettkämpfen unter Beweis stellen. Da weiß ich ja schon, wo ich hingehöre. Einfach fasziniert, diese magische Vorkommnis im Schloss. Ich würde nur zu gern hingehen und sie selbst erforschen. Aha. Jetzt wäre ich cool, dich zu treffen. Ich bin Leander, der Vorsitzende des Schimmerjäger. Darüber liebt das Erforschen und Sammeln. Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Entdeckungen und Artefakten. Hinter mir geht's zu unserer Galerie, aber du musst einer von uns sein, damit ich dich reinlassen kann. Wenn du ein echter Schimmerjäger werden willst, musst du zeigen, dass du unsere Fraktion das Zauber zu nutzen weißt. Hast du genug Erfahrung, kann ich dich hier reinbringen. Mhm. Hier ist noch die anderen beiden Fraktionen, oder was? Hallo, du musst Zwergi sein. Mein Name ist Valerie. Ich bin die verantwortlich für uns Traumtänzer. Und wir stehen für Spaß und Kreativität. Wir lieben es, Dinge auszuprobieren, sowohl im Leben wie auch in der Zauberei. Unser Versammlungsort ist die Bücherei hinter mir. Ich darf leider nur Mitglieder hineinlassen.
Ich kann dich erst offiziell zu einem Traumtänzer machen, wenn du unsere Fraktionszauber beherrschst. Wenn du genug Erfahrung gesammelt hast, kann ich ihn dir beibringen. Wandle dich in eine Kopie deines Ziels. Du kannst keine Bosse, Menschen, Belohnungsbehälter imitieren. Lerne alle Erstklässler-Zauber, um diesen Zauber freizuschalten. Ah, okay, dann müssen wir erstmal noch. Die letzte fehlt uns noch. Dann machen wir das mal erst. Bevor ein zweiter Verband kämpfen. Sehr interessant, das Spiel hier. So, Levitationszauber. It's Leviosa, not Leviosa. Lernen alle erst das der Zauber. Können wir jetzt auch den Levitationszauber. Hurra. Verdammt. Jetzt brauchen wir noch 500 Edge Erfahrungspunkte. Das kriegen wir schnell. Ein bisschen quatschen mit Leuten. Tageszeit ändern. Sonnenmond. Habe ich mal auf Abend gemacht. Ein paar Gegner besiegen müsste ich noch. Hey, du bist Zwerg, oder? Ich bin Noel, Leiterin der Grünwächter. Unsere Werte sind Freundschaft und Kooperation. Das Leben ist viel einfacher, wenn wir einander helfen. Unser Treffpunkt ist der Park gleich die Treppe hinunter. Längst dürfen diese nur die Grünwächter betreten. Du kannst zu uns gehören, wenn du möchtest, aber musst unseren Fraktionszauber umgehen können. Verbünden. Jetzt habe ich mit allen Anführern geredet. Muss man noch ein bisschen kämpfen. Bin ich hier noch mal kurz drin. Fliegenklatsche. Mutationsartefakt. Ist nicht ganz durchgelesen. Jetzt Blitz Eichhörnchen kriegen wir, glaube ich, noch nicht so ganz besiegt. Dann haben wir das jetzt schon besiegt.
Aha. Hey du, hätte nicht erwartet, dass ich hier draußen noch jemanden herumwandern sehe. Ich bin Anton Goldfuchs, CEO und eifriger Mitgründer von Goldfuchs Shop und Service. Mein Bruder Emil und ich haben unser Unternehmen gerade erst gestartet und prompt geht alles schief. Dieser nervige Zwischenfall an der Schule hat uns einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht. In unseren Lagerbeständen und Erspartes sind bei dem Vorfall im Schloss verstreut worden. Dass du also goldene Truhen und Glücksbeutel findest, dann gehört der Inhalt wahrscheinlich zu unserem Startkapital. Aha. Ich kann dir ein paar Restposten anbieten, bis wir unsere Ver... Oh, blättert. Rotes Herz, zufälliger Trank, zufälliges Artefakt. Aha. Okay, wo geht's hier weiter? Offensichtlich eine Sackgasse. Mehr Erfahrungspunkte. Okay, wie besiegen wir den? Irgendwie müssen wir dem doch schauen können. Na toll. Elektrifizierter Ball. Da ist der Springer. Der Springer schlägt da jedes Feld. Ich sag exakt zwei Felder, wo von ihm entfernt ist, außer solche Vertikal und Horizontal von ihm. Der König schlägt benachbarte Felder. Können wir dann Sachen über Schach lernen? Aha. Komm, einen nach dem anderen aufschalten. Und jetzt noch ein Blitzfuchs hier. Das wird gefährlich. Okay, den nächsten haben wir besiegt. Einer besiegt. Spießrutenlauf. Freundschaftsarmband. Die Chinesen lang genug kanalisiert können das Ziel vorübergehend zahm und am Ende. Oha. Freundliche Pflanze.
Okay, wo geht's weiter? Noch mehr Gegner zum besiegen. Hier wäre was. Okay, Freunde, ich kann das nicht machen. So viel dazu. Bin hier ein bisschen eingesperrt. Gut zu treffen. Das EP kriegen, das schwätzt dann doch ein bisschen. Aber gleich haben wir es voll. Ich weiß nicht, wir ziehen den Part hier. Das will ich doch mal voll kriegen. Auf dem besten Weg. Feuerfuchs. Ich habe nicht mehr viel Energie. Nur 70. Oh je. Besiegt. Interessenübersicht. Ein paar brauchen wir noch. Wo man das Haus dürfen. Staubwedel. Kann ich jetzt schlecht mit großen Angriffen treffen. Okay, P. Dann geht's weiter. Juhu, wir haben es beisammen.
zurück hier. Und können wir das gar nicht. Das wäre ja Mist. Wir müssen uns schlagen lassen. Da müsste doch irgendwo ein Gegner sein. Sehr schön. Mal gut lang. So, na bitte schön. Fantastisch, ich bin gespannt, was du damit anstellst. Finde den imitieren Zauber erfolgreich, während du im Schloss bist. Und ich nehme dich als Traumtänzer auf. Yay. Okay, muss den Gegner imitieren. Okay. Reicht das schon? Person krieg ich. Nur ich bin eine Vase. Aufgenommen oder was? Wahrscheinlich müssen wir im Kampf das nutzen. Sekunde. Bin Übungswuppe. Maushorn bist, wenn die Feinde nur keine Bosse verängstigt. Okay. Okay, wie gebe ich das hier auf? Muss mich im Gegner verwandeln. Das läuft schon noch nicht so gut. Viel dazu.
Ah, sehr schön. Jetzt ein Stein, ein Stein. Interessant. Es braucht ein bisschen Übung, aber mich mal besiegen. Aktuelle Zeitung. Okay. Hoppala. Jetzt müsste ich aber doch ich bin jetzt aber erfolgreich im Schloss eingesetzt, jetzt müsste ich hier rein dürfen. Yay. Du hast es geschafft, Zweggy. Du gehörst jetzt zu den Traumtänzern. Herzlich willkommen in unserer kleinen Bücherei. Fühl dich wie zu Hause. Du kannst unser Trankpodeste nutzen, um bereits entdeckte Tränke aufzuheben und mit ins Schloss zu nehmen. Sammle neue Tränke, um deine Stellung zu verbessern und neue Uniformen zu erhalten. Nutze dein Smartphone, um die Studentenfunktion zu öffnen und neue Fortschritte einzusehen. Aha. Fantastisch. Haben wir es neue Uniform bekommen oder nicht wirklich? Okay. Sehr interessant. Na dann, ich glaube, ich habe den Let's Test Part schon darüber zu. Ich sag danke fürs Zuschauen. Schau dich die Demo selbst an. Spares and Secrets. Könnt ihr euch gerne auf die Wishlist setzen. Mach ich sofort. Das sieht sehr schön aus. Wir spielen was irgendwann mal. Und wenn mal was Lustiges. Bis morgen, bis zum nächsten Video. Heute vielleicht schon auf dem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao.